wie Sie schon gehört haben, zur Lage in der Ukraine. Es ist genau eine Woche her. Seitdem gibt es wieder Krieg in Europa. Und mit diesem schrecklichen Überfall auf die Ukraine vor genau einer Woche hat der russische Präsident unvorstellbares Leid über Millionen von Menschen gebracht. Das sind natürlich vor allem Menschen in der Ukraine, aber es sind auch die Menschen in Russland, die unter diesem Angriffskrieg leiden werden. Und es sind auch die Menschen in der Europäischen Union, die infolge hier nicht unberührt bleiben werden. Der Angriff auf die Ukraine ist ein schwerer Bruch des Völkerrechts, er ist ein Bruch des internationalen Rechts und er ist ein Angriff auf unsere Freiheit und Demokratie. Und es ist nicht mehr und nicht weniger als ein Versuch, mit Gewalt europäische Grenzen zu verschieben. Es ist ein Versuch, mit Gewalt die Uhr wieder zurückzudrehen in Europa. Und deswegen hat der deutsche Bundeskanzler Scholz am Sonntag zu Recht, wie ich meine, zu Recht von einer Zeitenwende gesprochen. Eine Zeitenwende in der Geschichte unseres europäischen Kontinents. Seit 8 Tagen, sehr geehrte Damen und Herren, erreichen uns schreckliche Bilder von zerstörten Häusern, von Verletzten, leider mittlerweile auch von Tausenden Getöteten in der Ukraine, von Millionen von Menschen, die frieren, Tag und Nacht in Kellern Schutz suchen müssen vor diesen schrecklichen Angriffen. Das sind Bilder, von denen wir bis vor kurzem nicht möglich gehalten hätten, dass wir sie in Europa wieder sehen werden. Und ich verurteile diesen Angriffskrieg auf das Allerschärfste. Dieser Krieg ist durch gar nichts, nichts zu rechtfertigen. Und was wir hier sehen, sind auch eindeutig Kriegsverbrechen, die von Tag zu Tag schwerwiegender werden und zunehmen. Kriegsverbrechen, die vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt werden müssen. Auch das ist unsere europäische Aufgabe, dass wir darauf schauen, die Verantwortlichen für diese Gewalt zur Rechenschaft zu ziehen. Das muss passieren. Jetzt ist die oberste Priorität natürlich ein sofortiges Ende dieser Waffengewalt, ein sofortiger Waffenstillstand. Das muss das gemeinsame Ziel Europas und des Westens sein. Aber dazu braucht es natürlich zwei Seiten. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden und Tagen natürlich bei allen Opfern dieses Krieges, auf allen Seiten. Sie sind aber auch in voller Solidarität bei der ukrainischen Bevölkerung. Aber wir sind auch bei den mutigen Menschen in Russland, die trotz allem den Mut haben, auf die Straße zu gehen in Moskau und gegen Putin und diesen Krieg zu protestieren. Ihnen gebührt unser größter Respekt und unsere größte Anerkennung für diesen Mut, den Sie dabei aufbringen. Die kleine gute Nachricht in all diesen schrecklichen Nachrichten ist, dass Europa in diesen letzten 8 Tagen enger zusammengerückt ist. Die Europäische Union ist enger zusammengerückt. Wir alle sind Europäerinnen und Europäer und in diesen letzten Tagen fühlen wir uns noch stärker als Europäerinnen und Europäer. Und das ist notwendig und das ist gut so, weil diese Geschlossenheit und diese Entschlossenheit, mit der Europa auf diesen Aggressionskrieg und auf diese Verbrechen antwortet, ist unsere größte Stärke. Ist die größte Stärke der Europäischen Union und unseres Kontinents. Auch wir, auch Österreich muss sich dieser schrecklichen Situation stellen. Auch wir müssen uns damit auseinandersetzen, und zwar wirklich im Detail und auch innenpolitisch. Das ist jetzt eine Aufgabe, die sich stellt. Eigentlich sind es sehr viele Aufgaben, die sich jetzt für die österreichische Bundesregierung in Österreich stellen. Ich habe immer gesagt, es ist richtig und notwendig, dass Österreich gemeinsam die Sanktionen in der Europäischen Union mitträgt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen gegenüber Russland und es ist ein starkes Zeichen
gegenüber diesem Aggressor. Auch, und das muss man immer dazu sagen, und so ehrlich muss man sein, auch wenn diese Sanktionen auch negative Folgewirkung haben werden auf unsere heimische Wirtschaft und möglicherweise auch auf die Energiesicherheit Österreichs. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein und damit müssen wir auch arbeiten. Und darauf muss sich die österreichische Bundesregierung vorbereiten. Es gilt, die Folgen aus diesem Krieg für Österreich so rasch wie möglich und so gut wie möglich abzumildern, abzufedern. Aber bevor ich auf diese zwei wichtigen Punkte, nämlich wirtschaftliche Folgen, aber auch auf der anderen Seite natürlich die Folgen für unsere Energiesicherheit anspreche, möchte ich auf den wichtigsten Punkt eingehen, nämlich die humanitäre Hilfe für die Ukraine und für Flüchtlinge. Die aktuellen Zahlen sagen, dass über 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer das Land bereits verlassen haben. Das ist eine sehr hohe Zahl. Und wenn man auf der Flucht ist, dann ist das kein Spaziergang. Man macht es auch nicht freiwillig. Man muss flüchten, um zu überleben, um seine Kinder in Schutz zu bringen und hat dabei alle Strapazen zu erleiden. Hunderttausende Menschen ist es bisher nicht gelungen, das Land zu verlassen. Sie warten noch in riesigen Schlangen, Konvois, sei es im Auto, zu Fuß oder in der Bahn in der Ukraine auf ihre Ausreise. Auch dafür müssen wir sorgen, auch darauf müssen wir schauen. Es sind vor allem Frauen mit ihren Kindern, aber es sind auch gebrechliche, kranke, alte Menschen, die das Land verlassen müssen. Und was wir auch sehen, ist, dass währenddessen und in den letzten Tagen in vielen ukrainischen Städten die Lebensmittel immer knapper geworden sind und vor allem auch lebensnotwendige Medikamente, Arzneimittel, Verbandsmaterialien, wie es in einem Krieg halt so ist, auch immer knapper werden. Und dass das Durchkommen von Hilfslieferungen aus anderen europäischen Ländern immer schwerer wird, beziehungsweise manchmal sogar unmöglich ist. Das heißt, die Not wächst von Tag zu Tag. Dabei ist humanitäre Hilfe das Gebot der Stunde. Die in Österreich beschlossenen 15 Millionen für humanitäre Hilfe in der Ukraine, sie sind wichtig. Dieses Geld ist richtig und notwendig. Aber es ist auch klar, dass es noch mehr brauchen wird. Je länger dieser Krieg andauert, desto größer wird das Leid und desto größer wird natürlich die Notwendigkeit zu helfen. Und deswegen muss auch die österreichische Hilfe dementsprechend angepasst werden in den nächsten Tagen und Wochen. Ich selbst und wir sind in Kontakt auch mit österreichischen Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel der Volkshilfe, die ja wie andere Organisationen bereits vor Ort sind, die Schwester an Organisationen in der Ukraine haben und die trotz größter Gefahren und Gefährdung ihres eigenen Lebens bereits Hilfslieferungen auf eigene Faust in die Ukraine organisieren und unternehmen. Und da fehlt es, und das sind die Gespräche, die ich führe, vor allem an Medikamenten. Das sind Akutmedikamente. Da geht es nicht nur um Verbandsmaterialien für Verletzte, Kriegsversehrte. Da geht es ganz stark auch um ganz allgemeine Medikamente wie Blutdrucksenker oder fiebersenkende Tabletten, ganz banale Dinge. Es geht um Schlafsäcke, die fehlen, weil auch in der Ukraine ist noch bitterster Winter und es fehlen die Lebensmittel. Auch das wird ein immer größeres Problem. Und deshalb müssen so rasch wie möglich humanitäre Korridore in der Ukraine für diese dringend notwendigen Hilfslieferungen von NGOs, von internationalen Hilfsorganisationen möglich gemacht werden. Das ist ein vordringliches Ziel und muss so schnell wie möglich umgesetzt werden. Aber es gibt auch unermüdliche Helferinnen und Helfer, die ich jeden Tag vor der ukrainischen Kirche hier in Österreich sehe. Das sind Ukrainer aus der eigenen Gemeinde, die aus Eigeninitiative helfen. Und egal, wann ich dort vorbeigehe, ob es jetzt 10 Uhr nachts ist oder 7 Uhr morgens, dort wird gearbeitet. Dort wird unterstützt, dort werden auch Hilfslieferungen, Sammlungen unternommen. Und auch diese Menschen und Helfer müssen von der Bundesregierung aus meiner Sicht unterstützt werden, weil sie haben die engsten Kontakte in die Ukraine. Sie wissen, was dort benötigt wird. Man sollte sie involvieren und auch hier unterstützen, was ihre Hilfe betrifft. Unsere Hilfe und Unterstützung gilt aber nicht nur den Menschen in der Ukraine.
Sie muss auch den Kriegsflüchtlingen gelten. Menschen, die vor diesem grausamen Krieg, vor diesen Verbrechen flüchten müssen mit ihren Kindern, die ihre Heimat in diesen Tagen unfreiwillig verlassen müssen und auch nach Österreich kommen. Und ich halte es für richtig, dass die EU-Mitgliedstaaten und somit auch Österreich heute in Brüssel für die Aktivierung der Richtlinie über die Gewährung vorübergehenden Schutzes für Menschen aus der Ukraine stimmen. Das ist wichtig und notwendig, um rasch, unbürokratisch helfen zu können und die Organisation auch in den Ländern, wo diese Flüchtlinge dann ankommen, wie auch in Österreich, gut organisieren zu können. Und wir sehen, dass die Hilfsbereitschaft in der österreichischen Bevölkerung enorm ist. Jetzt ganz enorm ist, und das haben die vergangenen Tage auch wieder gut bewiesen. Und auch viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Österreich haben bereits Eigeninitiativen gestartet, Hilfstransporte, Sammelaktionen organisiert. Das sind alles wichtige Initiativen und Engagements. Und ich denke, die Bundesregierung ist jetzt auch gefordert, rasch Vorkehrungen zu treffen, um unser Land vorzubereiten, gut vorzubereiten, um ukrainische Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Dazu braucht es natürlich alle am Tisch, die Bundesländer, die das ausführen und organisieren müssen, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und alle Hilfsorganisationen, die hier nicht alleine gelassen werden dürfen. Da braucht es eine gute Koordination und Organisation, und die liegt bei der Bundesregierung. Und hier geht es vor allem auch um die Klärung der Finanzierung. Das sind zum Teil noch unklare Fragen aus der Zeit 2015 offen. Das darf kein zweites Mal passieren. Also es braucht klare Finanzierungszusagen und Zuständigkeiten, aber auch, wer macht was. Das muss der Innenminister, das muss die Bundesregierung koordinieren. Zusammengefasst braucht es im Bereich der humanitären Hilfe Hilfe in der Ukraine. Es braucht aber auch Hilfe für Ukrainer, die nach Österreich kommen, die auf der Flucht sind vor diesem Krieg. Und es braucht Hilfe für die Hilfsorganisationen und die Freiwilligen, die zum Teil unter Gefährdung ihres eigenen Lebens bereits helfen und arbeiten. Und ich ersuche die österreichische Bundesregierung, diese Hilfe und diese Unterstützung so schnell wie möglich sicherzustellen. Ich habe eingangs gesagt, dass die verhängten Sanktionen natürlich auch Folgewirkungen haben werden, Folgen auf unsere heimische Wirtschaft zum einen und möglicherweise auch auf unsere Energiesicherheit. Aber diese Sanktionen sind richtig und wichtig, weil sie ein starkes Zeichen sind, ein wichtiges Zeichen gegenüber dem Aggressor. Und Russland hat so nicht mit diesen Sanktionen gerechnet. Insofern war es absolut und strategisch richtig, so zu handeln. Zum Thema Wirtschaft, sehr geehrte Damen und Herren, sehen wir, dass der Krieg bereits erste Produktionen in der Ukraine selbst lahmlegt, weil die Männer, die in den Firmen, in den Fabriken gearbeitet haben, in der Industrie in der Ukraine, jetzt im Krieg sind und nicht mehr in der Produktion. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft, auf die heimische Automobilindustrie, die als erstes davon betroffen ist. Betriebe wie BMW in Steyr in Oberösterreich müssen bereits diese Woche die heimische Produktion stilllegen, weil Ersatzteile aus der Ukraine nicht mehr geliefert werden können. Gleichzeitig wissen wir, dass in den nächsten Wochen die Industrie, die Wirtschaft zunehmend weiter unter Druck geraten wird, weil es wird steigende Energiepreise geben. Es werden die Rohstoffe aus Russland in Europa möglicherweise knapper und knapper. Und all jene Unternehmen, die halt in einem engen Exportverhältnis auch zu Russland stehen, sind natürlich auch direkt betroffen. Und da geht es um tausende Arbeitsplätze in Österreich von betroffenen heimischen Industriebetrieben, große Betriebe, sehr geehrte Damen und Herren. Und die Bundesregierung muss jetzt ganz schnell gemeinsam mit den Sozialpartnern rasch eine Adaptierung des Kurzarbeitsmodells und der Kurzarbeitsregelung ausarbeiten. Das braucht es jetzt in den nächsten Tagen, um eine steigende Arbeitslosigkeit infolge des Ukraine-Kriegs in Österreich zu verhindern. Und darüber hinaus sollte ein sogenannter Krisenüberbrückungsfonds zur raschen und unbürokratischen Unterstützung der heimischen Industrie